Ein Beispiel der früher stärkeren Industrialisierung des Ruhrtales ist heute noch die Henrichshütte in Hattingen. Die Beschickung der Hochöfen erfolgt über einen Schrägaufzug. Spezialbehälter für den Schienenverkehr erlauben den Transport des nach dem Abstich noch glühenden, flüssigen Roheisens auch über größere Entfernungen in andere Werksteile. Auf der Bochumer Seite, unmittelbar am Hang des Ruhrtals, förderte diese 1965 stillgelegte Tiefbauzeche seit über 100 Jahren hochwertige Magerkohle. Heute sind die Betriebsanlagen zu einem großen Teil bereits abgerissen. Durch Rekultivierungsmaßnahmen plant man an dieser Stelle einen Grünzug, welcher die vorhandenen städtischen Grünflächen an den Naherholungsbereich der Ruhraue anschließen soll.